Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich dachte, ich vlogge mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das das erste Video in 2021 ist. Wenn ja, dann wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefeiert und seid gut mit eurer Familie ins neue Jahr gerutscht oder wie auch immer ihr gefeiert habt, im kleinen Kreis hoffentlich. Wie ihr seht, bin ich schon fertig gemacht. Und zwar wollte ich euch ein Video drehen, wo ich einfach mal alle Sachen, die ich so 2020 mega gefeiert habe und die ich so, ja, oft benutzt habe, oft gemacht habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe heute meine Haare mal so wellig gemacht mit so einem Welleneisen. So sieht das hier aus. Das ist von Amazon. Das ist mega nice. Das funktioniert echt gut. Keine Ahnung, ich habe die halt gestern frisch gewaschen. Dachte, ich mache dann heute diese Wellen. Dann kann ich die so zwei, drei Tage tragen. So sieht es halt von hinten aus. Ich finde es eigentlich echt ganz nice, weil es mal was anderes ist. Ich habe auch so ein Volumen Shampoo, ach nicht Volumen Shampoo, Volumen Spray benutzt. Das habe ich mir gestern bei DM geholt auf eine Empfehlung, aber ich finde es jetzt nicht, dass so krass Volumen an meinen Ansatz gemacht hat. Das ist eigentlich wie immer. Auf jeden Fall dachte ich, fange mal wieder an zu vloggen. Ich weiß nicht, ob ich nur heute vlogge oder auch die nächsten Tage einfach euch ein bisschen mitnehme. Ich wollte auf jeden Fall jetzt gleich das Video drehen. Such dafür jetzt erstmal alle Sachen raus, die ich mir aufgeschrieben habe und drehe dann das Video. So, ich habe mir jetzt eigentlich alle Sachen rausgesucht, die ich für dieses Video brauche. Hier sind die ganzen Fashion-Sachen. Ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich Jacken. So, Leute, ich bin schon wieder am Aufräumen, denn ich habe das Video jetzt schon fertig gedreht. Irgendwie bin ich richtig aus der Übung gekommen, was Film angeht. Nur weil ich jetzt, sage ich mal, 2 Wochen kein Video mehr gedreht habe. Und es regt mich irgendwie so ein bisschen auf. Also irgendwie bin ich nicht so zufrieden mit dem Video. Oder ich muss erstmal gucken, mir die Aufnahmen angucken, so. Weil ich auch so selten mit der großen Kamera filme. Und ich finde es dann so schwer, wenn man so weit weg sitzt, immer die, ja, zu gucken, ob es scharf ist und so. Keine Ahnung, ich bin da nicht so der Pro. Leute, ich muss erstmal gucken, wie ich das Video so finde. Also anhand der Aufnahmen. Mein Gott, ist ja alles verkabelt. muss ich erstmal schauen, ob die Aufnahmen gut geworden sind und so. Und dann gucke ich mal, ob ich es überhaupt schneide. Ich weiß nicht, aber ich drehe irgendwie einfach am liebsten Vlogs, weil Vlogs sind so unkompliziert. Und ihr wollt auch immer nur Vlogs sehen. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich will mich ja auch irgendwie so euren Wünschen anpassen. Und ich persönlich mag Vlogs oder Vloggen einfach am liebsten, weil ich finde, dieses normale Standard-Video drehen geht zwar schneller als Vloggen, weil Vloggen tut man ja immer über einen bestimmten Zeitraum und wenn man einmal ein Video dreht, sitzt man quasi eine Stunde dran und dann kann man es schneiden so. Ich schaue halt einfach am liebsten Vlogs. Also ich schaue am liebsten Vlogs und ich drehe auch am liebsten Vlogs. So Leute, ich mache mir jetzt ein Porridge. Und zwar mache ich, glaube ich, dieses Schokoladen-Porridge hier von DM. So, das ist jetzt mein fertiges Porridge. Das ist jetzt halt dieses hier von DM. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr schnell was braucht. Das ist eigentlich auch ganz gut für die Arbeit oder so, falls ihr auf der Arbeit seid, dann könnt ihr euch immer voll schnell so einen Porridge Cup machen. So, ihr Lieben, ich habe gerade ein bisschen gechillt und ich habe jetzt mir gerade mal bei Flaconi was ausgesucht, was ich mir jetzt bestellen wollte. Ich dachte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Suche ich ja nach einem neuen Parfüm und ich habe das hier bei Sonny im Video gesehen und ich habe euch dann auf Instagram mal gefragt, ob ihr das empfehlen könnt und es haben mir direkt so viele geschrieben, dass das ihr Lieblingsparfüm ist und so weiter. Also sehr, sehr viele feiern das anscheinend. Es soll wohl aber sehr intensiv riechen und bei Sonny, die macht ja manchmal so Parfüm-Videos und so und ich habe das neueste Video von ihr mit Marcel gesehen und da meinte Marcel auch, dass es extrem gut riecht und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, deswegen habe ich es jetzt oder bestelle ich es jetzt gleich. Ich trage ja schon seit Jahren dieses La Vie est Belle. Ich hatte das auch schon damals in einer kleineren Version und das ist jetzt diese riesige Version. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Milliliter das waren, aber wie ihr seht, das ist auch fast leer. Das trage ich jeden Tag. Ich kann euch das auch empfehlen, das ist auch so richtig mein Duft, weil das so das erste richtige Parfüm, was ich Also das erste richtige Parfüm war, was ich mir je so richtig geholt habe. Eher gesagt, ich habe es eigentlich immer geschenkt bekommen. Also ich habe es mir nie selber gekauft, ich habe es immer geschenkt gekriegt. Und das ist so richtig mein Duft, sage ich mal. Aber es ist jetzt halt auch wieder fast leer. Und ich dachte, ich probiere jetzt mal ein anderes Parfüm aus. Oder kann mir auch mal 1, 2
mehrere Düfte, weil ich benutze halt wirklich immer nur den einen. Bestell mir den jetzt mal. Ich bestelle den auch direkt in 50 Milliliter. Es gibt auch gerade voll den Sale da drauf, deswegen. Und dann bestelle ich mir jetzt noch endlich von The Balm den Mary Luminizer. Ich will den auch schon so lange haben. Aber bisher habe ich den mir noch nie geholt und ich weiß nicht, ob der reduziert ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe den bei einer Freundin schon ausprobiert und ich finde den eigentlich ganz geil. Und ich wollte mir den schon vor lange holen, deswegen hole ich den oder das jetzt direkt alles zusammen. Und ich warte eigentlich heute noch auf ein Paket. Das soll heute ankommen, laut Amazon. Ich habe mir nämlich endlich auch so einen Stern, so eine Sternlampe bestellt. Also es gibt ja diese Lampen, die so einen richtig geilen Sternhimmel an Decke machen. Und ich wollte so eine auch jetzt richtig lange, habe mir auch eigentlich so eine zu Weihnachten gewünscht, sag ich mal. Also ich habe so gesagt, das fände ich voll cool, aber ich habe halt keine bekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt selber eine gekauft. Hi Leute, wir haben heute den nächsten Tag. Ich war gerade schon einkaufen und bei mir ist gestern eine Bestellung angekommen. Die wollte ich jetzt euch oder mit euch jetzt gleich einmal ausprobieren. Also, zeige ich euch mal ganz kurz. Das hatte ich mir bestellt bei Amazon. Ich wollte schon so lange diese Kack-Galaxy-Lampe haben. Also die so ein schönes Galaxy-Licht an die Decke macht. Und ich habe die jetzt mal an Strom angeschlossen. Die hatte echt gute Bewertungen, deswegen habe ich die bestellt, weil ich habe schon voll oft gehört, dass es voll viele Lampen gibt, die voll laut sind und irgendwie dann kaputt gehen nach einer Zeit. Deswegen habe ich mich nie getraut, eine zu bestellen, aber ich mache das jetzt mal. Ich muss so mal gucken, wie das hier funktioniert. Oh, Bluetooth Mode. Oha! Boah, das blendet mich ein bisschen. Und man sieht es jetzt nicht so krass, weil es halt hell draußen ist, aber es sieht jetzt schon so geil aus. Ich wollte euch gerade was sagen, und zwar habe ich gestern ein Video gedreht und ich habe schon in meiner Insta-Story erzählt, ach, habe ich hier im Blog auch erzählt, dass ich voll unzufrieden mit dem Video war. Jetzt wollte ich es gerade anfangen zu schneiden und jetzt habe ich hier so eine fehlende Datei. Also hier, die anderen Dateien sind alle super, also da ist kein Fehler drin. Also ich hatte es auch gerade alles schon in der Timeline, also ja, gestern war die Datei auch noch da. Also ich hatte gestern das ganze Video in der Timeline mit der Datei und wollte es dann anfangen zu schneiden, habe dann aber gestern nicht mehr angefangen. Und jetzt, wo ich gerade anfangen wollte zu schneiden, war die Datei weg. Und ich verstehe nicht so ganz, woran das liegt. Ich glaube irgendwie, das liegt an meiner großen Kamera, weil wenn ich mit der kleinen Vlogging-Kamera filme, habe ich nie Probleme. Eigentlich müsste es ja an der SD-Karte liegen, denke ich mir so. Aber ich benutze beide SD-Karten für die Kamera, mit der ich gerade filme. Und da habe ich nie Probleme. Und sobald ich einmal mit der Spiegelreflex-Kamera filme, mit der großen Canon, habe ich Probleme. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis ich zu einer Freundin fahre. Und dann fange ich jetzt schon mal an, diesen Vlog hier zu schneiden. Hi Leute, ich melde mich wieder. Heute ist wieder ein neuer Tag. Ich war gerade bei meinem Dad, ich glaube so ungefähr 2 Stunden jetzt. Denn wir haben ein bisschen so geübt für mein Vorstellungsgespräch. Ich habe nämlich bald ein Vorstellungsgespräch und ich freue mich schon mega. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt auch schon gleich 16 Uhr und ich drehe jetzt noch Stories für Pomelo. Denn ich mache heute wieder meine Haarmaske rein. Ich mache die immer so einmal die Woche und meine Haare sind auch so richtig aufgeplustert. Ich habe schon meine Insta-Story heute mit euch so drüber geredet, dass meine Haare so richtig aufgeplustert sind von diesen Wellen, die ich ja hatte. Und dann später kümmere ich mich noch um meine Bio-Lernzettel. Also wenn ich die Maske jetzt drin habe, mache ich meine Bio-Lernzettel, lasse die so lange einwirken, 30 Minuten. Dann gehe ich duschen und wasche mir die Haare und so weiter, föhne ich mir die und dann lade ich die Stories hoch von Pomelo. Schneide auch den Vlog später. Vielleicht schneide ich auch den Vlog, aber eigentlich würde ich mich gerne mal um meine Lernzettel kümmern. Weil eigentlich muss ich auch mal ein Video wieder hochladen. Das ist irgendwie momentan ein bisschen Zwiespalt, weil wenn ich Video drehe und schneide, dann denke ich mir irgendwie so, könnte ich auch in der Zeit lieber Lernzettel oder so machen. Ich zeige euch später nochmal, wie die Galaxy-Lampe aussieht. Ich hatte die gestern schon an. Das sieht so geil aus. Ich muss jetzt halt warten, bis es dunkel ist. Und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Hat sich auf jeden Fall mega gelohnt, der Kauf. Und ich stelle die heute Abend dann auch in mein Zimmer. Also Leute, ich wollte euch jetzt nochmal kurz hier diese Galaxy-Lampe zeigen. Oh, das blendet gerade ein bisschen sehr. Aber so sieht die auf jeden Fall aus. Ich wollte euch das nochmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht in dem Block. Und hier gibt es halt so eine Fernbedienung dann noch dafür. Da kann man halt die Farben dann alle so einstellen. Und man kann die halt auch super mischen. Ist halt extrem cool. Also man kann hier richtig viel machen. Da gibt es auch so einen Laser. Und also diese Lampe kann sogar so Musik spielen. Aber ich habe die Box gestern ausprobiert. Das ist jetzt nicht so gut. Also Musik würde ich da jetzt nicht so drüber hören. Aber boah, ich liebe dieses Pinke. Es ist so schön. Oder hier dieses Blaue. Es sieht aus wie so ein
Ozean, richtig schön. Die Lampe wollte ich euch auf jeden Fall noch einmal zeigen, wie die aussieht, wenn die an ist. Und genau, das war es auch schon, was ich euch zeigen wollte. Also ich habe jetzt extra gewartet, bis es dunkel draußen wurde. Ich habe den Vlog sogar jetzt vorhin schon fast ganz fertig geschnitten. Fehlt jetzt nur noch dieser Teil. Ich wollte noch sagen, dass ich jetzt versuche, in nächster Zeit wieder häufiger zu vloggen, weil, wie gesagt, Vlogs sind so meine liebsten Videos. Also ich vlog am liebsten. Ich finde das immer irgendwie cooler, als so normale Videos zu drehen. Mich würde auch mal interessieren, was ihr so für Vlogs gerne sehen wollt. Ich kann ja auch mal irgendwelche anderen Sachen in meine Vlogs mit einbauen. Also zum Beispiel, wie ich meine Haare mache, so eine Haarroutine. Oder wie ich meine Nägel mache oder sowas. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünschen würdet. Ich muss ein bisschen schauen, wie das jetzt ist mit meinem Abi. Also ich muss halt auch sehr viel lernen und bin halt wie gesagt auch schon dabei, Vlogs dafür zu drehen, weil ich das so in so eine Reihe verpacken will, wo ich euch dann spezifisch genau nur beim Lernen mitnehme, also dass ich es nicht mit in die normalen Vlogs mitmische, sondern halt spezifisch nur so Abitur-Lern-Vlogs mache. Könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Also viele auf Instagram haben ja halt geschrieben, ich soll sie dabei mitnehmen, wie ich lerne fürs Abi und wie ich meine Lernzettel mache und wie ich so vorankomme, weil halt viele, die auch jetzt Abi machen oder auch nächstes Jahr Abi machen, die können das eigentlich ganz gut gebrauchen, denke ich. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass meine Vlogs nicht so langweilig geworden sind, weil jetzt mit Corona habe ich halt echt wenig Möglichkeiten. Ich kann nicht irgendwo hinfahren, irgendwelche coolen Sachen shoppen gehen mit euch oder sonst was ich halt früher gerne gemacht habe in meinen Vlogs. Aber ja, ich hoffe, es ist kein Problem für euch. Und ich mag eigentlich sehr, sehr gerne die Vlogs, so die von zu Hause sind. Also ich gucke sehr gerne von YouTubern, also von so meinen Lieblings-YouTubern gucke ich am liebsten Vlogs, die einfach zu Hause stattfinden, weil ich immer sehr gerne gucke, was die Leute so zu Hause machen und produktiv sind zu Hause und so. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich blende euch meinen Namen wie immer hier ein. Falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das macht. Genau, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid alle gesund und ich hoffe auch, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.